Da, mit 79%. Da muss ich jetzt echt Pech haben, wenn ich einen silbernen krieg. Das perfekte Dinner. Okay, das jetzt nur 5-mal. Viermal. Dreimal. Noch zweimal. Ich meine, da muss ich auch wirklich Pech haben, wenn das Silber ist. So, das letzte Mal. Perfekt, 5 Stück. Mehr brauche ich nicht. Das lief perfekt. Okay, zack. Wir geben hier die alle weg. Dann kann er weiter Bier produzieren. Und hier die Trauben. Doch, ich gib die mal ab, weil die verkaufe ich denn. Wieso? Oh, ich habe kein Wasser mehr. Oh, stimmt. Ich habe hier gar kein Wasser. Ich nehme hier noch 20 Stück mit. Die zerstöre ich. Dann muss ich wohl doch noch mal ein bisschen Wasser. Ja, dann ist schon fast der Händlertag. Ja, ja, vielleicht gehe ich dann erst zum Händler und dann in den Dungeon. Okay, wir haben eine neue Leiche. Ja, okay, dann gehe ich erst morgen nach dem Händler zum Dungeon. Dann kümmere ich mich erstmal darum. Ich will ja, dass meine Bierproduktion weitergeht, damit meine Taverne immer genug Alkohol hat. Und dafür brauche ich viel, viel Wasser. Aber bevor ich das Wasser abgebe, muss ich gucken, ob ich aus der Leiche jetzt einen neuen guten Zombie machen kann. Okay, noch 4 Stück. Es sollte an Wasser erstmal reichen. Gucken wir uns den Zombie an. Die Leiche besser gesagt. Ich könnte eine 6er Leiche draus machen. Okay, da wollen wir 7 Stück abgeben. Und die eine Seele hauen wir wieder in den Behälter. Dann komm, aus dir machen wir einen Zombie. Nachdem wir dich ein bisschen bearbeitet haben. Hier ein bisschen Blut und Fett machen. Und nebenbei, ich weiß gar nicht mehr, was die roten Totenköpfe wegmacht. Das sind Knochen? Der Knochen hat jetzt gar nichts gemacht. Da muss ich überlegen, was war mit der Haut? Na, hat einen hinzugefügt, also geben wir ihm die Haut wieder.
Wir wollen ja nicht, dass es ein schlechterer wird. Na, egal. Das reicht ja so. Okay, 10 Glauben. Die hole ich mir schnell. Ein Zombie-Elixier sollte ich nämlich noch haben. Perfekt. Und 10 Glauben finde ich in meiner Kiste hier oben. Und der macht mir dann erstmal meinen Weizen, damit ich nicht immer zum Bauern laufen muss. Ja, nicht zum Bauern, sondern zum Müller. Und den nächsten Zombie muss ich dann in die Taverne legen. Als Empfangsdame. Schon witzig eigentlich. Ja, du müsstest Weizen für mich herstellen. Ganzen Weizenkerne finde ich im Flüchtlingslager. Genau, Weizensamen. Ja, wir können ja die anderen Sachen weiterherstellen. Hier unendlich das. Unendlich davon. Warum habe ich das eigentlich nicht gleich gemacht? Unendlich davon. Geh nach Hause. Machen wir die Weizensamen hier rein in den Kisten. Und lasst ihn unendlich Weizen herstellen. Und eine Gemüsekiste. Stück Marmor. Polierter Marmor. Sollte ich mir überlegen, ob ich das eventuell mache. Okay, gehen wir mal zu unserem Händler. Hier erstmal biete ihm die Soße an. Suchst du was Bestimmtes, Wärter? Nicht wirklich, aber ich glaube, du wirst mein Angebot sehr interessant finden. Du willst mir etwas verkaufen? Interessant. Nicht wirklich, ich habe einen Vorschlag für dich. Bist du daran interessiert, eine Soße zu probieren, die jede Mahlzeit noch köstlicher macht? Interessant, sehr interessant. Und was verlangst du im Gegenzug? Nichts. Das ist sehr suspekt. Komm schon, sag es mir. Wo ist der Haken? Es gibt keinen. Ich will mich nur mit der Person unterhalten, die am meisten über Essen weiß. Und deswegen rede ich mit dir. Ja, da bist du wirklich an der richtigen Adresse. Nun, wenn du nichts haben willst, dann gib mir die Soße. Ich probiere sie mit etwas Brot. Köstlich. Was für eine unglaubliche Soße. Eine subtile Note von herbem Roggen und ein erdiger Geschmack. Darf ich die behalten? Natürlich, ich habe sie ja speziell für dich gemacht. Wenn ich mich in einer besseren finanziellen Lage befände, wäre mir das sogar etwas Geld wert. Also vielen Dank. Okay, wir handeln mit dir wieder. Ich kaufe hier mal die ganze Seide ab, weil ich habe gar keine.
Nebenbei, ich hätte ja auch die Zutaten bei ihm kaufen können. Wäre schlauer gewesen. Aber hey. Wie kaufen wir das mal? Und geben ihm, ich habe die Speisen, die du wolltest. Es war nicht einfach, aber ich habe es geschafft. Sieht toll aus, du bist ein echter Koch. Morgen gehen am königlichen Hof die Gerüchte über dieses Dinner um. Komm nächste Woche zu mir und ich erzähle dir, wie es gelaufen ist. Was dein Plan angeht, also steht sonst noch irgendwas zwischen dir und dem Job? Ich glaube, wir haben alles gemacht, was du wolltest. Fast, der Vorstand des königlichen Rates ist kein Mitglied unserer Gourmet-Clubs. Aber er hat eine Schwäche. Welche Schwäche? Der Anmut von Frau Anmut, wenn du verstehst, was ich meine. Ah, verstanden. Frau Anmut ist also die einzige Person, die ihn dazu bringen könnte, mich zu unterstützen. Und du bist die Art von Mensch, mit dem sie sich vielleicht unterhält. Und da ist er schon, mein einfacher, aber eleganter Plan. Irgendwelche spezifischen Anweisungen? Nicht wirklich. Ich ziehe ein gutes Abendessen der Gesellschaft einer Frau vor. Haha. Sag mir einfach Bescheid, wenn sie auf unserer Seite ist. Oh Gott, was will er noch? Ja, bis Frau Anmut da ist, wird's dauern. Okay, ich hole mir noch 5 Wassereimer. Gibt es Wasser denn da unten ab in meiner Brauerei? Und dann geht's ab in den Dungeon. Ich habe gar kein Wasser mehr für nichts. Okay. Benutzen wir die ganzen Eimer. Ich finde schade, dass ich die nicht alle auf einmal benutzen kann. Okay, zack, 600 Wasser. Hat alles da reingepasst. Die geben wir weiterhin da ab. Das kommt hier rein. Geschichte, Seide und Fällerei. Okay, die Seide haue ich hier rein. Genauso wie die Geschichte. Ja, die Fällerei tue ich auch erstmal hier rein. Ich darf es nur nicht vergessen. Und dann gehen wir in den Dungeon. Ich will da ja auch weiterkommen. So, Kerker 4. Oh, hier sind neue Gegner jetzt. Mal sehen, was wir hier alles finden. Ah, die blutigen Nägel. Perfekt. Ich nehme mal mit, was ich mitnehmen kann. Jetzt habe ich ja wenigstens den Ort gefunden, wo ich die blutigen Nägel herbekomme. Das heißt, ich kann die Aufgabe mit Snake endlich machen. Ist ja auch einer der Hauptgründe, warum wir den Dungeon machen, weil ein paar Missionen brauchen einfach Unterstützung von Snake. Okay, ich kann jetzt oben oder unten weiter. Ich gehe erstmal unten in der Hoffnung, dass da jetzt nichts Bösartiges auf mich lauert.
Okay, da geht's weiter. Also gehen wir erstmal nach oben. Dann muss ich erstmal nach oben gehen. Ich muss ja alle töten, damit ich weiterkomme. Okay, zum Heilen musste ich jetzt eins davon nehmen. Okay, jetzt kann ich unten. Ich würde sagen, ich schaffe 2 Dungeon-Ebenen. Also den und die nächste Ebene. Und dann kann ich Snake noch seine blutigen Nägel geben. Weil ich dann noch die ganzen Töpfe hier zerstören. Okay, die ganzen Samen, die kann ich zerstören, die brauche ich wirklich nicht. Weil die Alchemie-Sachen nehme ich natürlich viel lieber mit als den Rest. Die sind seltener zu bekommen. Ich habe 18 blutige Nägel. Oh, was ist das denn? Mal sehen, was ich da machen kann. Okay, was können wir hier ernten? Oder besser gesagt abbauen. Silbernuggets. Die werde ich definitiv nicht wegschmeißen. Nebenbei. Ich glaube, dass es sinnvoller ist, wenn ich das hier mit den Diamanten und alles freischalte. Ich brauche 200 von denen. Hm. Oh, blaue Slime. Da habe ich doch mal was Selteneres gefunden. Okay, hier kann ich die Bücherregale jetzt wieder öffnen. Immer gucken, nicht, dass ich hier am Ende noch was übersehe. Kann ja immer passieren. Übersehen geht leider immer. Okay. Das wäre jetzt knapp. Ich habe auch das Gefühl, die werden immer größer. Okay, was hier? Das kann ich doch wegschmeißen. Metallschrott, den brauche ich nicht. Theoretisch die einfachen kann ich auch wegschmeißen. Das Metallschrott lässt sich nämlich, glaube ich, noch Eisen herstellen. Deswegen möchte ich das behalten. Oh, eine Truhe. Okay.
ist der Eimer voller Blut. Okay, was kann ich dafür wegschmeißen? Hier, Balken. Die Oberfläche ist nah. Okay. Ich muss die ersten 5 machen, um quasi ihm alles zu geben, was er gebraucht hat. Gib ihm die blutigen Nägel. Gut, diese Nägel können das Siegel brechen. Sobald alles bereit ist, werdet ihr alle seine Macht spüren. Haha, ich habe lange auf diesen Moment gewartet und jetzt ist alles bereit. Du wirst der Erste sein, der seine Rückkehr miterlebt. Eigentlich habe ich gerade viel zu tun, ich gehe jetzt lieber. Bleib oder du wirst bestraft werden. Na gut. Auroshikino Aperino. Hühnchenbeschwörer. Soll das passieren? Nein, irgendwas ist schief gelaufen. Sieht so aus, als laufen eine Menge Dinge schief. Schweig! Ich muss meinem endlosen Notizbuch eine Notiz hinzufügen. Töte den Schriftrollenverkäufer. Dieser miserable Schweinehund, er hat mir versichert, das wäre eine exakte Kopie der Seite, die ich brauchte. Sieht so aus, als müsste ich das Buch selbst in die Finger bekommen. Kennst du jemanden von der Universität? Ich kenne da jemanden, er ist Astrologe, ich glaube, er hat da mal gearbeitet. Was für ein glücklicher Zufall, du scheinst mir Glück zu bringen. Ich sollte dir die Hand abschneiden und sie mit mir herumtragen. War nur Spaß. Bring den Aristokraten dazu, dir das Necronomicon aus der Universitätsbibliothek zu bringen. Und ich bin dir etwas schuldig. Okay, für das Restauration brauche ich 40, ich habe nur 30. Aber es reicht für die Halskette. Ich muss immer noch an diese Halskette denken. Du hast doch eigentlich einen sehr guten Ruf in deiner Profession. Ich frage mich, was mit Frau Anmuts Halskette schiefgelaufen ist. Hey, das ist kompliziert. Ich bin der Beste in meinem Feld, ich kann alles finden. Natürlich ist das nicht unbedingt immer ein ehrliches Handwerk, weswegen mich das arrogante Stadtvolk auch wie den letzten Abschaum behandelt. Aber wenn sie Probleme haben, dann kommen sie trotzdem angelaufen. Mit dieser Halskette steht auch mein Ruf auf dem Spiel. Du hast mir gesagt, dass du weißt, wo sich die Halskette befindet. Also was ist das Problem? Ja, es ist nicht in der Stadt, es wurde im Auftrag des alten Kommandanten der Burgfeste erworben. Die Halskette hat sentimentalen Wert für ihn, mehr habe ich bislang nicht herausfinden können. Jetzt, was ist mit der Burgfeste? Die Feste befindet sich nördlich des Dorfes. Sie ist riesig, aber mittlerweile geht sie vor die Hunde. Der Pass ist eingestürzt, als ich noch ein Kind war. Das war am Tag nach dem großen Knall. Es war echt schlimm. Es wurde aber einfach Beschützer des nördlichen Passes. Als ob es da oben etwas zu beschützen gäbe, ha. Erzähl mir vom alten Kommandanten. Einst war er ein großer Krieger, er ist der Onkel des Königs. Aber natürlich ist es kein Problem, so formidabel zu werden, wenn du in einem Palast aufwächst. Wenn ich an seiner Stelle wäre, wäre ich schon längst König. Er wurde aber einfach Beschützer des nördlichen Passes, als ob es da oben etwas zu beschützen gäbe. Ich könnte versuchen, ihm zu helfen. Vielleicht kann ich dir helfen, dein altes Leben zurückzubekommen. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir könnten ja mal brainstormen. Brainstormen? Ist das irgendein mächtiger Zauberspruch? Sowas könnte nützlich sein. Nein, wir denken einfach zusammen über das Problem nach unten. Du könntest mir tatsächlich helfen. Du könntest versuchen, die Halskette mit Hilfe des Dieners des Kommandanten, einen Buckligen namens Coco, zu bekommen. Warum fragst du ihn nicht selbst? Wir hatten vor einiger Zeit ein Missverständnis. Ich habe ihm eine Salbe verkauft, die vielleicht seinen Buckel heilen könnte. Und irgendwie hat er das mit dem vielleicht nicht gehört, also kann ich da nichts machen. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass du es nicht schaffst, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder? Jetzt kann ich ihn fragen wegen Restaurationswerkzeug. Ich muss dich um etwas bitten. Klar, hier ist das Restaurationswerkzeug, das du gesucht hast. Warte, du hattest es schon? Ja, du hattest die ganze Zeit über. Nichts für ungut, ist rein geschäftlich. Super. Aber wenigstens habe ich es jetzt. Okay, zerstören wir das. Okay, bringen wir mal erstmal das ganze Zeug weg.
Hier Blut und blutige Nägel. Das kann ich alles da reinhauen. Das ist quasi meine Müllkiste.